Hallo. Ich wollte etwas ansagen, und zwar gibt es am Mittwoch um 19 Uhr im Herz Ass eine Podiumsdiskussion. Das Ende der Wohnungslosigkeit, also Einladung zur Podiumsdiskussion. Und zwar gibt es dort einige Politiker, die dort vertreten werden sein. Und das Ganze findet statt im Herz Ass in der Norderstraße 50. Das ist hier gleich um die Ecke. Und es geht da um die Problemlösung, Wohnung zu finden für Obdachlose oder Problemlösungen zu präsentieren. So. Und wenn jemand da Interesse hat, kann er gerne kommen. So. Es wäre ganz nice so. Ja, hallo. Mein Name ist Christoph Kobe und ich spreche für mich. Ich fange mal mit dem Thema Spiegel an. Ich habe ja Strafanzeige gestellt gegen den Spiegel und Post, danke, vom Oberstaatsanwalt bekommen. Oh, super, eine Leuchte hier. Und ich habe jetzt die letzten zwei Wochen so ein bisschen an dem Schreiben gefeilt und bin da mit der jetzigen Version sehr zufrieden. Und ich lese es einfach mal vor. Sehr geehrter Herr E. Punkt, in Ihrem Schreiben vom 26.08.2014 teilten Sie mir mit, dass das oben bezeichnete Verfahren eingestellt worden sei, weil sich aus meiner Strafanzeige keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Straftat ergeben hätten. Zunächst nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich einer von vielen Friedensaktivisten bin, die Deutschland und europaweit vernetzt sind. Eine Vielzahl Menschen investiert viel Energie und verwendet ihre Freizeit darauf, sich für das Wohl der Allgemeinheit und den Frieden der Menschen untereinander einzusetzen. Die Propagandalügen, die der Spiegel in seiner 31. Ausgabe vom 28.07. Aufgabe, war auch ein guter Versprecher, 28.07.2014 verbreitet hat, haben in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und so weiter zu einem Aufschrei geführt. Dieser gipfelte vorläufig in einer Demonstration am 7. August vor dem Gebäude des Spiegel und mehreren Strafanzeigen. Auch meine Strafanzeige gegen den Spiegel wird in der Friedensbewegung aufmerksam verfolgt. Diese Art der Hetze gegen unsere russischen Nachbarn wird von der Bevölkerung im Land nicht geduldet, auch wenn die Leitmedien diese Tatsache totschweigen. Und sich mit ähnlicher Propaganda der Mittäterschaft schuldig machen. Unhaltbare Schuldzuweisungen unter gleichzeitigem Schüren von Angst und Feindbildern sind schon immer der erste öffentlichkeitswirksame Schritt bei der Vorbereitung eines Angriffskrieges gewesen. Beispiele hierfür sind erstens der Tonkin-Zwischenfall zwecks öffentlicher Legitimation für den Kriegseinsatz der USA gegen Vietnam. Dieses Ereignis gilt heute als klassische Kriegslüge und ist als solche seit spätestens 2001 öffentlich bekannt. So, Rückseite folgt. Zweitens, die Brotkastenlüge als Begründung für den Einmarsch der USA in Kuwait, bezahlt von einer Kuwaiter PR-Agentur. Ebenfalls öffentlich bekannt. Drittens, die Massenvernichtungswaffenlüge als Vorbereitung auf den Irakkrieg, heute jedem Kind bekannt. Jetzt stehen wir vor der MH17-Lüge, die durch den Spiegel verbreitet wird. Unhaltbare Schuldzuweisungen gegen Putin und Russland werden verbreitet. Wieder einmal muss Russland als Feindbild herhalten. Die genauen Hintergründe für diesen Krieg sind komplex und spielen an dieser Stelle auch keine Rolle. Für mich ist offensichtlich, dass der Spiegel durch diese Art der Berichterstattung an der Vorbereitung eines Angriffskrieges gegen Russland mitwirkt. Ebenso wie mir die Lügen um die Massenvernichtungswaffen im Irak bereits zu Beginn des Krieges offensichtlich waren. Ich weise an dieser Stelle auf den Paragraphen 160 Strafprozessordnung Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung hin. Die Untersuchung des bezeichneten Spiegelartikels allein stellt aus meiner Sicht ausreichende Erforschung des Sachverhalts dar. Die tatsächliche Tragweite dieses Verbrechens wird erst durch Betrachtung der Gesamtumstände deutlich. Vom 3. bis 5. September habe ich mehrfach versucht, Sie telefonisch zu erreichen und mit Ihnen persönlich über diese Dinge zu sprechen. Frau M. versuchte mehrfach, mich zu Ihnen durchzustellen und notierte meinen Namen und meine Telefonnummer, damit Sie mich zurückrufen. Dies ist bisher leider nicht geschehen. Ich frage mich, ob diese Strafanzeige mit dem gebotenen Ernst behandelt wird. Bisher habe ich mich weder von den Polizisten auf Wache 14 noch von der Staatsanwaltschaft ernst genommen gefühlt. Ich nehme diese Sache sehr ernst und werde dies auch weiterhin unmissverständlich sowie öffentlich zum Ausdruck bringen. Bitte sehen Sie sich den Sachverhalt noch einmal genau an. Möglicherweise haben Sie das letzte Schreiben etwas vorschnell verfasst. Bei Rückfragen können Sie mich gern auch telefonisch kontaktieren. Freundliche Grüße, Christoph Kobe.
Und als Fußnote kriegt er noch ein paar Links zu den bisherigen YouTube-Videos davon.